brachte 116,6 Kilogramm auf die Waage. Sinan Samizam natürlich einige Kilo zu viel. Die muss er abtrainieren, wenn er noch mal ganz ran will. Er ist 33 Jahre alt. 33 Kämpfe hat er bestritten, 29 gewonnen. Und Radko Draskovic ist schon 42. Hat eine vierjährige Pause eingelegt. Kam dann dieses Jahr zurück mit einem K.O.-Sieg gegen einen völlig unbekannten Mann. Und naja, man kann abwarten, ob er hier der harte Gegner, den er vor dem Kampf vorgegeben hat, zu sein, auch wirklich sein wird. Radko Draskovic aus Montenegro. Sinan Samizan bemüht hier, den Kampf von Anfang an zu machen, die Aktionen zu bestimmen. Der heutige Kampf soll natürlich auch eine Standortbestimmung sein für ihn vor dem Europameisterschaftskampf gegen den Briten Matt Skelton, der bevorsteht. Skelton lieferte ja zuletzt WBA-Weltmeister Ruslan Chagaev einen großen, überraschend knappen Kampf. Also eine schwere Aufgabe für Sinan Samizan, die da auf ihn zukommen wird. Und da muss er noch einiges tun. Draskovic hat gegen diesen Matt Skelton schon gekämpft. Durch K.O. verloren, wie auch gegen Danny Williams und gegen Audley Harrison. Dann folgte eben diese vierjährige Pause. Körperlich hat er sie ganz gut weggesteckt, das sieht man. Er ist noch einigermaßen trainiert. Vor seinen Aktionen fehlt der Druck und immer wieder auch gut die Rechte jetzt hier von Sinan Samizan. Der größte Erfolg von Radko Draskovic. Der liegt schon weit zurück. 2001 wurde er mal Balkanmeister gegen Marian Goresianu und der erwachte erst rund 10 Minuten nach dem K.O.-Schlag wieder aus seinen Träumen. Also man sieht, der kann schon zuhauen. Ja, Radko Draskovic, aber Sinan Samizan hier überzeugend von Anfang an. Ja, seit 2000 Profi, Samizan. 2002 wurde er schon mal Europameister gegen den Polen Saleta. Den Titel verlor er dann 2004 gegen Luan Krasnicki. Ganz umstrittene Sache gewesen damals. Aber das Problem von Sinan Samizan ist ja, dass er in den großen Kämpfen dann doch meist die Kürzeren gezogen hat. Gegen eben gesagt, Krasnicki, auch gegen Carlos Gomez war es so. Und gegen Oleg Maskaev, zuletzt im vergangenen Jahr gegen Oliver McCall. Das soll anders werden, das hat er versprochen. Wir haben noch eine große Fangemeinde in der Türkei. Ich hoffe natürlich, dass er die Schwergewichtsszene noch einmal aufrollen kann, aufrollen wird. Es liegt an ihm, zu trainieren, besser in Form zu kommen. Diesen Radko Draskovic, den beherrscht er hier nach Belieben. Schön ist die linke Deckung, steht auch von Samizan. Ja, im Bauch, da kann man ihn nicht allzu sehr kitzeln, denke ich. Schön aufwärts haken. Ja, sofort erwartet er alle die Rechte zum Kopf von Draskovic. Der versucht ja einigermaßen mitzugehen. Aber merkt ihn doch diese lange Ringabstinenz an. Da kann auch so ein kleines Aufbaukämpfchen in der ersten Runde durch K.O. gewonnen nicht viel helfen. Und Sinan Samizan, der Bulle vom Bosporus, wie man ihn kennt, der marschiert nach vorne, stoisch. Schön ist die linke, die rechte Aufwärtshaken und es ist angeklingelt. Draskovic und sofort geht es zur Sache. So hat man Sinan Samizan schon lange nicht mehr gesehen. Explosiv geht er daran und Ringrichter Daniel van der Wiede zählt Draskovic an. 6, 7, 8, ja, geht's weiter. Also alte zuversichtlich schaut er da nicht mehr rein. Und Samizan macht genau das Richtige, setzt nach. Dann geht er wieder runter. Da freut er sich schon. Sinan Samizan, aber Daniel van der Wiede sagt, hey, hallo, hallo, der Kampf geht weiter. Ich habe das nicht als Niederschlag gesehen. Fehlentscheidung in meinen Augen, aber macht nichts. Draskovic hat keinen Bock mehr, das sieht man. Ihm wäre es lieb gewesen, wenn der Kampf abgebrochen worden wäre. Hier noch einmal der Ansatz von einem zwei Schlägchen. Hat er nicht getroffen, trotzdem geht er runter. Und jetzt zählt Daniel van der Wiele an.
7, 8, sofort. Da muss er noch mal rein. Man sieht, ungern tut er das, denn er weiß, dieser Sinan Samisam wird gleich wieder angreifen. Linke, rechte, zweimal, da kommt das Handtuch geflogen und der Kampf ist aus. Ja, war eine gute Vorstellung von...